Und ich rufe auf Top 63 unserer Tagesordnung. Antrag Fraktion der AfD, Toleranz und Respekt statt Akzeptanz, Drucksache 20-9134. Dies ist zugleich der Setzpunkt der Fraktion der AfD. Und ich darf als Ersten Herrn Scholz von der AfD ans Rednerpult bitten. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Kultusminister Lorz, werte Gäste, liebe Jugend, die heute auch hier erfreulicherweise zu Gast ist. Ich komme auch ohne große Vorrede gleich zum Thema. Gegen den erbitterten Widerstand der katholischen Bischöfe, zahlreicher Elternverbände und nicht zuletzt gegen das Votum des Landeselternbeirates erklärte Kultusminister Lorz den Lehrplan Sexualerziehung für allgemeinbildende und berufliche Schulen in Hessen per Ministerentscheid ab dem 19. August 2016 für verbindlich, ohne dass zuvor eine parlamentarische Debatte oder ein gesellschaftlicher Diskurs erfolgt wäre. Dies war Ihre Vollzugsmeldung an Ihren neuen Bündnispartner, Herr Prof. Lorz. Denn die Umsetzung des grünen Aktionsplanes für Akzeptanz und Vielfalt im Koalitionsvertrag war der seitens der CDU zu entrichtende Tribut für eine Regierungskoalition mit den Grünen. Auch in diesem Fall machten Sie sich zum Zwecke des Machterhaltes zum Steigbügelhalter linksgrüner Minderheiten- und Lobbyistenpolitik, Herr Kultusminister. Sie verhalfen damit den Grünen zur Erfüllung eines lang gehegten Traumes, die Ideologie der sogenannten Vielfalt sexueller Orientierungen und Geschlechteridentitäten in den hessischen Schulen zu verankern. Bereits unsere Kinder sollen so früh wie möglich lernen, ihr Denken und Fühlen nicht mehr an der evolutionär bewährten Familie aus Vater, Mutter und ihren Kindern auszurichten, sondern an einer imaginierten sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt. Sie sollen Ihr sogenanntes soziales Geschlecht permanent hinterfragen. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass deren Pubertätsphase, gelinde gesagt, durch bisweilen problemhafte Identitätsfindungsprozesse charakterisiert ist. Und genau hier setzen Genderideologen sowie eine von Skrupeln weitgehend freie Transgender-Lobby den Hebel an. Mit der fatalen Wirkung, dass sich pubertierende Jugendliche einer Hormonbehandlung sowie irreversiblen operativen Eingriffen zur Anpassung ihres biologischen Geschlechts an das vermeintliche soziale Geschlecht unterziehen. Das zugehörige sogenannte Selbstbestimmungsgesetz ist bekanntlich ja im Entwurfsstadium. Der aktuelle Lehrplan zur Sexualerziehung bildet hierfür den Rahmen. Dessen Erziehungsschwerpunkte können Sie Punkt 5 unseres Antrags entnehmen. Wie sieht die Umsetzung dieses Lehrplans in vielen unserer Schulen aus? Unsere Kinder halten Referate über homo- und transsexuelles Leben. Sie werden angehalten, über ihren ersten Geschlechtsverkehr zu berichten und sich bezüglich ihrer aktuell gefühlten sexuellen Orientierung zu offenbaren. Sie dürfen ferner den sogenannten Kondomführerschein erwerben und lernen die Merkmale verschiedenartiger Sexualpraktiken kennen. Sie werden hierzu mit teilweise pornografieverdächtigendem Unterrichtsmaterial versehen, dürfen als Projektziel etwa ein Bordell einrichten und ergänzend z. B. im LSBTQI-Netzwerk Hessen recherchieren. Flankierend hierzu sind Lobbyorganisationen der LSBTQI-Bewegung wie etwa der Verein Schlau an den Schulen unterwegs, richten dort sogenannte Kuschelzelte ein, in denen sie vermehrt und ohne Aufsicht durch eine Lehrkraft die Zeit mit den Schülern verbringen, um ihnen gestört ihre einseitigen, queeren Überzeugungen vermitteln zu können. Dies alles erfolgt ohne Einwirkungsmöglichkeit der Eltern. Denn der Lehrplan schließt dieses nämlich explizit aus. Zitat: Sexualerziehung ist für alle Schülerinnen und Schüler verbindlich und nicht an die Zustimmung der Eltern gebunden. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, diese Bestimmung
des Lehrplans in Verbindung mit der Art und Weise seiner Umsetzung steht in einem erheblichen Konflikt zu dem grundgesetzlich hervorgehobenen Erziehungsrecht der Eltern gemäß Artikel 6 Absatz 2 Satz 1, welcher lautet: Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. War es in dem bis 2016 verbindlichen Lehrplan noch von Freundschaft, Verliebtsein, Liebe und Zärtlichkeit, Ehe zwischen Mann und Frau sowie von Toleranz und Respekt gegenüber den verschiedenen sexuellen Lebensstilen die Rede, so ging es ab August 2016 primär darum, unsere Kinder fächerübergreifend zur Akzeptanz verschiedener sexuellen Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten zu erziehen. Der Hessische Philologenverband äußerte sich am 1. November 2016 hierzu, Zitat: Im neuen Lehrplan Sexualerziehung für allgemeinbildende Schulen und Berufsschulen ist aber die Schwerpunktsetzung auffallend ethisch und gesellschaftswissenschaftlich ausgerichtet. Persönlichkeitsaspekte, die zutiefst privat sind und primär in den elterlichen Erziehungsbereich gehören, werden in das unterrichtliche Geschehen einbezogen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, erstens vermengen die Verfasser dieses Lehrplans biologische und soziologische Begriffe in wissenschaftlich unzulässiger Weise. Und zweitens zerstört seine ideologische Ausrichtung für Eltern, Schüler und Lehrer den nötigen Freiraum, um selbstständig alternative Sichtweisen zu den verschiedenen Aspekten von Sexualität entwickeln zu können. Die als Bildungs- und Erziehungsziel ausgewiesene Akzeptanz im Sinne von Anerkennen und Gutheißen geht sowohl über Respekt im Sinne von Achtung als auch Toleranz im Sinne von Duldung gelten und gewähren lassen weit hinaus. Demgemäß gelangt der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Christian Winterhoff in seinem Rechtsgutachten vom August 2016 auch zu dem Ergebnis, dass der aktuelle hessische Lehrplan zur Sexualerziehung sowohl gegen das Grundgesetz und darüber hinaus das hessische Schulgesetz verstößt. Zitat: Es ist mit dem Staat obliegenden Neutralitäts- und Zurückhaltungspflicht unvereinbar und verstößt gegen das Indoktrinationsverbot, wenn Schulkindern die Akzeptanz vielfältiger sexueller Verhaltensweisen vermittelt und insbesondere Heterosexualität und andere sexuelle Orientierungen als gleichwertige Erscheinungsformen menschlicher Sexualität dargestellt werden. Zitat Ende. Dies, meine Damen und Herren, korrespondiert im Übrigen mit einer bereits am 8. Mai 2008 getroffenen Feststellung seitens des Bundesverwaltungsgerichtes. Schließlich führte auch das Bundesverfassungsgericht am 8. Mai 2015 aus, daran glauben Sie ja alle, Zitat: Die Schule muss den Versuch einer Indoktrination der Schüler mit dem Ziel unterlassen, ein bestimmtes Sexualverhalten zu befürworten oder abzulehnen. Zitat Ende. Ja. Auch das hessische Schulgesetz ist in § 7 Absatz 1 Satz 3 unmissverständlich. Zitat: Bei der Sexualerziehung ist Zurückhaltung zu wahren, sowie Offenheit und Toleranz gegenüber den verschiedenen Wertvorstellungen in diesem Bereich zu beachten. Jede einseitige Beeinflussung ist zu vermeiden. Hieraus ergibt sich zweifelsfrei nicht, und das ist der Kern, nicht Einforderung von Akzeptanz, sondern das Gewähren von Toleranz gegenüber den verschiedenen sexuellen Orientierungen steht im Einklang mit Grundgesetz, dem Hessischen Schulgesetz, dem Beutelsbacher Konsens und dem bis zum 18. August 2016 verbindlichen Lehrplan zur Sexualerziehung. Herr Prof. Lorz, als Rechtswissenschaftler dürfte Ihnen diese problematische juristische Gemengelage wohl vertraut sein. Meine Damen und Herren, unter dem ideologischen Banner der Akzeptanz sexueller Vielfalt fügt diese Landesregierung der Meinungsvielfalt als einer notwendigen Voraussetzung zur politischen Willensbildung schweren Schaden zu, und dies bereits während der schulischen Entwicklungsphase.
Wirkung, meine Damen und Herren, möglicherweise sogar Intention dieses Lehrplanes ist nicht etwa Wissenszuwachs oder Aufklärung. Nein, es ist die planmäßige Frühsexualisierung unserer Kinder. Diese wiederum stellt einen Türöffner zur Rezeption einer missbrauchsbegünstigenden Sexualpolitik der Vielfalt dar. Wilhelm Reich, Helmut Kentler, Uwe Sielert, Volker Beck und Daniel Cohn-Bendit lassen herzlich grüßen, meine Damen und Herren. Sowohl der Inhalt als auch die unterrichtliche Praxis des aktuellen Lehrplans zur Sexualerziehung ignorieren in unerträglicher Weise die Intimsphäre und das natürliche Schamgefühl unserer Kinder. Dieser Lehrplan ist nichts weniger als ein kalkulierter Angriff auf die klassische Familie, das vorrangige Erziehungsrecht der Eltern und unser christlich-humanistisch geprägtes kulturelles Erbe. Herr Scholz, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Unterbrechen Sie mich bitte nicht. Die umgehende Ersetzung dieses Lehrplans ist somit abseits aller juristischen Erwägungen das Gebot der Stunde, meine Damen und Herren. Und damit komme ich wirklich zum Schluss. Die erneute Erklärung der Verbindlichkeit des bis 2016 gültigen Lehrplans zur Sexualerziehung zu Beginn des Schuljahres 2023/24 ist im Sinne der seelischen Gesunderhaltung unserer Kinder das der erste notwendige Schritt. Stimmen Sie daher unserem Antrag zu. Zur Erreichung dieses hohen Zieles behält sich die AfD-Fraktion ausdrücklich weitere Schritte vor. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, es geht nicht, so ein respektloses Verhalten der Vizepräsidentin des Hessischen Landtags gegenüber, dass sie ihr sagt, sie soll sie nicht unterbrechen. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Und ich möchte bitten, das zu respektieren. Als nächste Rednerin bitte ich nun Frau Heitz-Sommer von der SPD ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Damen und Herren von der AfD! Ich habe mir angewöhnt, Ihre Anträge kopfschüttelnd zu lesen. Ich denke mir dann, und das haben Sie auch eben wieder eindrücklich gezeigt, dass Sie zu Recht ein Verdachtsfall für den hessischen Verfassungsschutz sind. Ich habe Ihnen zugehört, und Sie hören jetzt mir zu. Das habe ich Ihnen schon einmal gesagt. Sie müssen hier nicht sitzen. Wenn Sie mir nicht zuhören wollen, steht es Ihnen frei, den Plenarsaal zu verlassen. Das Ziel Ihrer Anträge ist die Spaltung der Gesellschaft. Mit diesem Antrag wärmen Sie eine Debatte aus dem Jahr 2016 auf. Eine überwältigende Mehrheit der Gesellschaft und dieses Hauses waren und sind sich einig. Die Akzeptanz sexueller Vielfalt, die Akzeptanz gleichberechtigter Modelle der Liebe und der Verantwortungsübernahme als Ziel des Unterrichts an hessischen Schulen zu definieren. Und daran hat sich auch nichts geändert. Das Kultusministerium ist bei der Veränderung der Regulierung des Sexualunterrichts standhaft geblieben. Gegen Widerstände, so wie auch heute einer kleinen, aber lauten Gruppe, wurde eine Position eingenommen, die junge Menschen unterstützt, die unseren Schülerinnen und Schülern an hessischen Schulen Kraft gibt. Das war und ist ein gutes Signal, und dieses Signal geben wir gerne heute als Demokratinnen und Demokraten noch einmal gemeinsam. Liebt und lebt in Gleichberechtigung und Verantwortung. Wir von der SPD wünschen uns,
dass Akzeptanz als Prozess gesehen wird und auch von Ihnen, Herr Staatsminister Lorz, aktiv vorangetrieben wird. Schulen müssen das Leben in Liebe und Verantwortung gleichwertig darstellen, ein offenes Bewusstsein schaffen. Wer gleichberechtigt Verantwortung für Kinder übernimmt, meine Damen und Herren, da ist Familie. Schulbücher müssen so verändert werden, dass Kinder und Jugendliche unterstützt werden, ihre Lebensrealität und ihren Weg sexueller Orientierung gut zu finden. Da hakt es noch. Da erwarten wir von der Landesregierung besonders bezogen auf die Auswahl und Vorgaben an Schulbüchern weitere Impulse. Zu dem, was Sie vorhin vorgetragen haben, einige Fakten. Worum geht es eigentlich beim Sexualkundeunterricht? Es geht darum, dass sich junge Menschen ihres eigenen Selbst und ihrer Orientierung bewusst werden. Es geht darum, um Fragen zu klären, dass es möglich ist, beim Sex Nein und Stopp zu sagen. Es geht darum, die Information an junge Menschen zu bringen, dass sexuelle Übergriffe stattfinden, dass das niemals in Ordnung ist und diese angezeigt gehören. Noch einige Fakten. Ja, noch einige Fakten zu den Familienmodellen, die Sie allenfalls tolerieren und nur behutsam behandelt wissen wollen. Es geht Kindern in Regenbogenfamilien nicht schlechter. Es geht Kindern in Pflegefamilien nicht schlechter. Heterosexuell zu sein und leibliche Kinder zu haben, wird in hessischen Schulen als Weg, gelingend Kinder zu erziehen, akzeptiert und als Lebensmodell positiv dargestellt. Ob Eltern in gleichberechtigter Verantwortung in einer hetero- oder homosexuellen Beziehung stehen, ist für das Wohl von Kindern nicht relevant. Ob Menschen die Verantwortung für Kinder übernehmen, ihr zugeschriebenes Geschlecht beibehalten oder diese Zuschreibung nicht fühlen und ihre sexuelle Identität anders bestimmen, spielt in der Bewertung, ob Menschen gute Eltern sind, keine Rolle. Das sind Fakten, das ist durch zahlreiche internationale und nationale Studien bewiesen. Warum stellen Sie also heute diesen Antrag? Es geht Ihnen doch nicht um die Kinder oder die Eltern, sondern es geht Ihnen darum, um Ihre verquere Ideologie, um Ihr veraltetes Familienmodell, das eine Vergangenheit beschwört, die es so übrigens auch nie gab. Und wenn Sie behaupten, dass Frauen keine guten Eltern sein können, wenn Sie Frauen lieben, wenn Sie behaupten, dass Männer keine guten Eltern sein können, wenn sie Männer lieben, wenn Sie behaupten, dass Menschen keine guten Eltern sein können, weil sie ihr zugeschriebenes Geschlecht nicht fühlen, wenn Sie behaupten, doch das behaupten Sie in Ihrem Antrag, wenn Sie sagen, dass Sie diese Familienmodelle, wenn überhaupt, nur behutsam thematisiert werden dürfen. Wenn Sie behaupten, dass Menschen keine guten Eltern sein können, weil sie mit Kindern zusammenleben, die nicht ihre leiblichen Kinder sind, wenn Sie das behaupten, sagen Sie die Unwahrheit. Wenn Sie das behaupten, verbreiten Sie Hass. Und wenn Sie das immer wieder wiederholen, ist das ein Beleg dafür, dass Sie eine große Gruppe unserer Gesellschaft verachten. Meine Damen und Herren von der AfD, unsere Gesellschaft ist bunt, divers und von Akzeptanz geprägt. Akzeptieren Sie das auch endlich. Für Bündnis 90 Die Grünen bitte ich nun Herrn Diefenbach ans Rednerpult.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dem Antrag der AfD liegt eine massive Abwertung von Menschen und eine Infragestellung von Menschenrechten zugrunde, von Menschen, die in ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität vom ausschließlich heterosexuellen Leitbild der AfD abweichen. Und damit ist dieser Antrag auch ein Angriff gegen alle Menschen, die sich für die vorbehaltlose Akzeptanz von Menschen einsetzen. Mit Ihrem Antrag suggerieren Sie, die Aufklärung über die Frage der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität wäre eine politische Haltung im engeren Sinne des Wortes und überrumpele und überfordere die SchülerInnen in ihren Wertevorstellungen. Das ist einfach sachlich falsch. Denn diese Aufklärung bietet die Möglichkeit zum Verstehen, zur Empathie, zum Nachvollziehen, dass alle Menschen, egal welche sexuelle Identität oder Orientierung sie haben, als Menschen akzeptiert werden müssen. Damit ist die Behandlung dieses Themas im Unterricht vor dem Hintergrund des gültigen Lehrplans Sexualerziehung eben nicht vergleichbar mit der Vermittlung politischer Konfliktthemen, wie etwa im Politikunterricht, sondern hier geht es um das Menschsein an sich und um die vorbehaltlose Akzeptanz von Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Fragen der Sexualerziehung können mit SchülerInnen in verschiedenen Altersstufen sehr gut altersadäquat besprochen werden. Typische Themen dafür finden sich ja im Lehrplan selbst. Ich zitiere ein paar Stellen. 6 bis 10 Jahre, Zitat, kindliches Sexualverhalten, ich mag mich, ich mag dich. 10 bis 12 Jahre, Pubertät, Körperhygiene und unterschiedliche sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten. 13 bis 16 Jahre, Besuch bei Gynäkologinnen, Urologinnen oder Andrologen. 16 bis 19 Jahre, Aufklärung über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, gegebenenfalls Unterstützung für SchülerInnen beim Coming-out. All das kann altersgemäß gut besprochen und unterrichtet werden. Ich habe als Politikfachlehrer früher miterleben dürfen, wie offen und empathisch SchülerInnen mit dem Thema Transsexualität umgehen und wie klar und authentisch ein entsprechender Transschüler in der Klasse akzeptiert wurde, nachdem dieses Thema im Klassenverband von der damaligen Klassenlehrerin adäquat besprochen wurde. Zu solchen wirklichen Sternstunden von Sexualerziehung leistet dieser Lehrplan seit 2016 seinen Teil bei und hat dadurch seine besondere Legitimation. Herr Scholz, bitte spitzen Sie noch einmal Ihren rechtspopulistischen Bleistift und schreiben Sie Folgendes mit. Der seit 2016 geltende Lehrplan Sexualerziehung stellt einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung über die verschiedenen Formen geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung dar. Die diesbezüglich vorbehaltlose Akzeptanz aller Menschen, das ist eine Haltung, die sich direkt aus der Geltung der Menschenwürde ergibt, die in Artikel 1 des Grundgesetzes geschützt wird. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, in der die Achtung der Menschenwürde einen zentralen Punkt einnimmt, lässt eine Diskriminierung von Menschen eben auch entlang der Frage ihrer sexuellen Orientierung und Identität eben nicht zu. Der bestehende Lehrplan Sexualerziehung hilft in der Schule durch seinen inhaltlichen und methodischen Aufklärungsansatz, diesem Verfassungsanspruch gerecht zu werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die CDU-Fraktion bitte ich Herrn Hering ans Rednerpult. Zu spät.
erklären was noch? Herr Hering, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch liebe Zuschauer, danke für das Wasser. Ob mir das reicht nach diesem Beitrag heute, weiß ich nicht. Wieder einmal viel Durcheinander durch doch sehr schwer verdauliche Kost von Ihnen von Seiten der AfD. Dabei geht es doch gerade bei Sexualerziehung in der Schule und nicht zuletzt auch im Elternhaus um Orientierung. Orientierung, aber nicht allein für unsere Kinder. Orientierung für uns alle, für unsere Gesellschaft, obgleich auch einige hier in diesem Haus nicht ganz orientiert zu sein scheinen. Dieses Vorgehen im Antrag ist für mich reine Berechnung Ihrerseits. Ich bin überzeugt, die AfD macht Stimmen nur mit Stimmung, und zwar immer dann, wenn Emotionen und Ängste geschürt werden. Zurück zum Thema. Wir sehen doch, wozu Tabuisierung und Verpönen führen können, nämlich zu gestörter Entwicklung, zu gestörtem Sexualverhalten, und sie können Strukturen für Missbrauch oder Risikoverhalten junger Menschen fördern. Andererseits kenne ich durchaus auch Sorgen, der Sexuallehrplan könnte Kinder überfordern oder verunsichern oder zu übereilten, gegebenenfalls falschen Selbsteinschätzungen führen. Das wird nicht beiseite gewischt. Dieser Sorge wird begegnet durch Rückkopplung und Sensibilität bei der Sexualerziehung. Übrigens explizit genannt auch die Bedeutung und Schutz von Ehe und Familie und des ungeborenen Lebens. In diesem Sinne setzt der Lehrplan auf Austausch, ja, auf die Zusammenarbeit von Schule und Eltern, Empathie und Fürsorge von allen Seiten zum Wohl unserer Kinder. Dazu zählt auch Rücksicht auf den jeweiligen Reifegrad, eventuelle Vorgeschichten im Umfeld des Kindes und somit Flexibilität, die der Rahmen des Sexuallehrplans einräumt. Das sollten wir unseren Schulen zutrauen. Was Inhalte des Sexuallehrplans betrifft, sind es nun mal Lebenswirklichkeiten, die unter den Teppich gekehrt zu Leid führen, zu Vorurteilen, Spaltung, Schuldgefühlen bis hin zu Gewalt. Gewalt nicht nur in Form von Übergriffen durch Täter, Gewalt auch in Form von leidbringenden Therapieansätzen. Ich denke noch an die Debatte zu Konversionstherapien hier im Haus. Welche Ausmaße mussten wir hier zur Kenntnis nehmen? Es war mir wichtig, diese Aspekte herauszustellen, auch die Sorgen von Elternseite, weil sie ernst genommen werden und weil wir deshalb in Beratungen immer wieder Wert auf Sensibilität legen. Eigentlich hätte jeder Beitrag zu Ihrem Antrag schon enden müssen beim Titel Ihres Antrags: Toleranz und Respekt statt Akzeptanz. Fragwürdiger Titel. Welches Problem haben Sie mit Akzeptanz? Als freiwillige Bereitschaft, Menschen so anzunehmen, wie sie sind, obwohl sie vielleicht nicht ihren Wertvorstellungen, ihren Wünschen und Erwartungen entsprechen. Nein, dann schauen Sie mal nach. Toleranz. Das ist das, was Sie diesen Menschen zusprechen. Das ist das Einzige. Aber das Annehmen dieser Menschen, wie sie nun mal sind, auch wenn es Ihnen nicht passt, das ist Akzeptanz. Das ist Akzeptanz. Das entspricht dem christlichen Menschenbild und das entspricht der Menschenwürde. Aber Sie wollen dieses Menschenbild nicht. Sie wollen dieses nicht. Sie gestehen diesen Menschen im Wortsinn von Toleranz lediglich zu, sie zu ertragen, sie zu dulden. Und diese Abwertung, diese wirkliche Abwertung, die kaschieren Sie dann noch mit dem heuchlerischen Zusatz von Respekt, was Ihnen niemand abnimmt. Was für verwirrende, was für unangemessene, was für menschenverachtende Wortspiele. Ablehnung unsererseits ist das Mindeste als Reaktion darauf. Vielen Dank.
Zu einer Kurzintervention hat sich der Abgeordnete Scholz von der AfD zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Lesen muss man irgendwie gelernt haben. Und Lesen und Verstehen scheinen irgendwie zwei verschiedene Dinge zu sein. Auch der deutschen Sprache mächtig zu sein, meine Damen und Herren, setzt voraus, einen solchen Antrag auch zu lesen und zu verstehen. Wir haben uns in keinem Fall gegen eine Sexualkunde ausgesprochen. Wir haben uns gegen eine Erziehung, einen Zwang ausgesprochen, der fächerübergreifend stattfindet. Und wir haben uns ganz klar zum Lehrplan bis 2016 bekannt. Also zur Toleranz und zu Respekt verschiedener Lebensformen und Lebensgemeinschaften und sexuellen Identitäten, so wie es war. Der Unterschied, meine Damen und Herren, besteht darin, dass Akzeptanz, und das ist nachweislich beim Bundesverwaltungsgericht und beim Bundesverfassungsgericht ganz klar definiert. Ich kann Ihnen gerne die entsprechenden Aktenzeichen nachliefern. Das können Sie nachlesen. So, und mit Akzeptanz verstoßen wir gegen den Beutelsbacher Konsens, gegen das Indoktrinationsverbot an den Schulen. Das ist ganz klar. Akzeptanz heißt, jemanden zu zwingen, etwas zu akzeptieren. Das werden wir nicht tun. Das hat nicht nur einen Bereich, in dem Bereich der Sexualerziehung etwas zu suchen, sondern in unserem gesamten Leben. Da sehen Sie ja anders, denn die Umerziehung unserer Jugend steht sowieso auf Ihrer Fahne. So, meine Damen und Herren, eindeutig Toleranz ja, Akzeptanz nein. Wir wollen keinen. Wir wollen die Dinge, die Herr Diefenbach angesprochen hat, die Sie angesprochen haben, wollen wir nicht, und auch aus dieser Seite von der CDU wollen wir nicht negieren. Wir wollen, lesen Sie bitte die Inhalte des Lehrplans bis 2016. Die verteidigen wir, für die stehen wir, aber für eine Indoktrination unserer Schüler stehen wir nicht zur Verfügung. Herzlichen Dank. Ich gebe Herrn Hering von der CDU die Möglichkeit, nach 74a unserer Geschäftsordnung entsprechend auf die Kurzintervention zu antworten. Macht er nicht? Dann, Herr Hering, der hat es, glaube ich, nicht gehört, dass er angesprochen ist. Herr Hering? Gut. Dann als nächstes rufe ich die Fraktionsvorsitzende der Linken, Frau Kuhler, auf. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, irgendwie weiß ich gar nicht, was ich so richtig dazu sagen soll. Ich habe mir eine Rede aufgeschrieben. Ich werde die jetzt vorlesen. Ich werde das jetzt einfach vorlesen. Allerdings fällt es mir zunehmend schwer. Und ich finde, wir sollten uns auch überlegen, ob wir in Zukunft über dieses Stöckchen wirklich hüpfen wollen. Aber zu meiner Rede. Ich meine, dass die AfD gemeinsam mit ihren Verbündeten von erzkonservativen Katholiken und Evangelikalen systematisch Sturm läuft gegen alles, was nicht ihren Vorstellungen von Familie und Sexualität entspricht, das ist wirklich nichts Neues. Aber dass sie gerade jetzt, wo Menschen wirklich materielle Nöte haben und Sorgen haben, das zu ihrem Setzpunkt gemacht haben, das sagt viel über ihre ideologische Schwerpunktsetzung aus. Und ich glaube, das merken die Menschen im Land auch. Die inszenierte Aufregung über Sexualerziehungspläne ist leicht durchschaubar. Das gab es ja nicht nur in Hessen, das gab es auch in Baden-Württemberg. Dort wurde dann von rechten Hetzern und radikalen Christen, die sich alle rund um die AfD dann sammeln, sogar ein Protestbündnis gegründet unter dem Namen Demo für alle. Klingt ja erst mal harmlos, war es aber gar nicht.
Ein paar prominente Namen der treibenden Kräfte aus diesem Feld sind Beatrix von Storch, Hedwig von Beverförde, Birgit Kelle oder Matthias von Gersdorf. Und nun will auch die AfD in Hessen diese Checkbox zu ihren Bedienen der Klientel abhaken, indem sie den Lehrplan Sexualerziehung versucht zu skandalisieren, weil die Fassung von 2016 auch andere Familienmodelle und sexuelle Orientierung als die heteronormative Kleinfamilie aufgenommen wurden. Und bei der rechten Mobilmachung gegen diese Lehrpläne zur Sexualerziehung tauchen bundesweit eigentlich immer die gleichen Argumentationsmuster auf, und so auch in Ihrem Antrag. Und die sind eigentlich alle leicht zu entkräften. Sie suggerieren immer wieder, dass Sexualerziehung hauptsächlich Sache der Eltern sei. Und das ist aber falsch. Weder dem Elternrecht noch dem Erziehungsauftrag des Staates kommt in dieser Sache ein absoluter Vorrang zu. Beide sind grundsätzlich geschützte Güter. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsschutzes, ich muss Sie enttäuschen, ist hier klar. Sexualerziehung fällt grundsätzlich mit unter die Schulhoheit des Staates. Und das Bundesverfassungsgericht hat betont, dass es auch Aufgabe der schulischen Erziehung ist, das Durchsetzungsvermögen der SchülerInnen und die Selbstbehauptung einer von der Mehrheit abweichenden Überzeugung zu fördern. Und die AfD tut so. Und die AfD tut jetzt so, als würde sie sich gegen Indoktrinierung an unseren Schulen wehren. Und dabei ist es aber so, dass sie eine Indoktrinierung zum Ziel haben, nämlich mit dem Ziel, eine bestimmte sexuelle Orientierung als abwegig, unnormal und auch schlussendlich eben auch als abzulehnend darzustellen. Und das muss man hier so klar und deutlich sagen. Und ich sage es auch noch einmal in dieser Deutlichkeit, weil Sie immer wieder Falschbehauptungen aufstellen. Es würde unserem Grundgesetz widersprechen, junge Menschen, die nicht heterosexuell orientiert sind, eine heterosexuelle Lebensweise aufzuzwingen. Und deswegen hören Sie auf mit Ihren permanenten Falschbehauptungen. Und damit komme ich auch zu einem weiteren gängigen Argumentationsmuster der Rechten, nicht heteronormative sexuelle Orientierung und Familienmodelle in der Sexualerziehung zu thematisieren, würden Kinder verunsichern, ihr Schamgefühl verletzen oder früh sexualisieren. Ich verrate Ihnen jetzt mal etwas, was Sie vielleicht nicht wissen. Kinder haben eine Sexualität. Ich reg mich jetzt gar nicht drüber auf, weil ich mir denke, das lohnt sich an dieser Stelle einfach gar nicht. Ich versuche es einfach ganz sachlich Ihnen darzulegen. Sie verstehen es ja eh nicht, aber vielleicht für alle anderen ganz interessant. Kinder haben eine Sexualität. Und Sexualerziehung muss immer altersgerecht sein. Das ist auch vollkommen klar. Deswegen sind ja auch im Lehrplan Sexualerziehung verschiedene Altersstufen untergliedert. Und wenn man sich das mal anschaut, für die Grundschule im Alter von 6 bis 10, da werden als Themen aufgeführt. Das hat überhaupt nichts mit der Frühsexualisierung zu tun. Frau Heitz-Sommer hat das auch so dargestellt. Und ob es der AfD eben gefällt oder nicht, in der Kita und in der Grundschule werden Themen auch durchgenommen und angeführt, wie eben, was ist eigentlich mein eigener Körper, was gefällt mir nicht, eben um die kindliche Sexualität, die es nun mal gibt, auch aufzugreifen, damit Kinder Missbrauch erkennen können und sich auch gegen Missbrauch wehren können. Und das ist wichtig so. Und dass Sie sich jetzt wirklich darüber aufregen, dass Kinder sich mit verschiedenen Familienmodellen auseinandersetzen, das spricht auch Bände über ihre eigene Realitätsverweigerung. Es gibt nämlich eine Vielzahl von Familienmodellen neben der heteronormativen Kleinfamilie, Patchworkfamilien, Alleinerziehende, Regenbogenfamilien. Und diese Realität spielt sich natürlich auch an unseren Schulen ab und spiegelt sich dort wieder. Und der Auftrag des Staates hat auch zum Inhalt, das einzelne Kind zu einem selbstverantwortlichen Mitglied der Gesellschaft heranzubilden. Und Kinder dazu zu befähigen, andere Lebensmodelle als im eigenen familiären Umfeld zu verstehen und alle Mitmenschen in all ihrer Diversität, so wie sie sind, zu akzeptieren. Und ja, das ist schulischer Auftrag, auch wenn es der AfD nicht gefällt. Leider müssen wir auch immer noch feststellen, dass queere Jugendliche öfter unter Depressionen leiden und häufiger versuchen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Ihr Suizidrisiko ist durchschnittlich 4-mal höher als bei nicht-queeren Jugendlichen. Und auch aus diesem Grund ist es gut und richtig, an den weiterführenden Schulen die Lebensrealitäten von nicht-heterosexuellen Jugendlichen nicht aus der Schule zu verbannen, sondern sie zu thematisieren, um Akzeptanz bei Mitschülerinnen und Mitschülern zu fördern.
Schule muss vom Kind aus gedacht werden. Und die Lebensrealität von ca. 10% der Jugendlichen, so schätzt man aktuell den Anteil queerer Jugendlicher, einfach so aus der Schule ausschließen zu wollen, das ist die Politik der AfD. Ihre verquere und veraltete Ideologie von Familie und Sexualität hat zum Glück nichts mehr an den Schulen zu suchen. Ich meine, die Demo für alle ist ja auch in der Versenkung verschwunden, und die ganzen Thinktanks haben in Deutschland zum Glück auch nichts mehr zu melden. Ich will dennoch einen Hinweis an den Kultusminister geben. Nur weil was im Erziehungsplan steht, heißt es noch nicht, dass diesbezüglich mit dem Umgang mit queeren Schülerinnen und Schülern an unseren Schulen alles okay ist. Im Gegenteil, wir brauchen deutlich mehr Schulpsychologinnen, Schulpsychologen. Schulsozialarbeit muss genauso wie Lehrkräfte diesbezüglich dringend weitergebildet werden. Und die Schulbücher, die zeigen oft auch vor allem in der Grundschule noch Familien- und Gesellschaftsbilder, die schon lange überholt sind. Also da gibt es auch noch einiges zu tun an der Stelle. Und wenn die AfD jetzt hier so tönt und pöbelt und sich empört, warum wir sie denn jetzt nicht akzeptieren, wenn wir Akzeptanz für homosexuelle Menschen fordern, dann kann ich Ihnen sagen, Sie haben es immer noch nicht verstanden. Homosexualität ist keine politische Überzeugung. Ihre politische Überzeugung werde ich niemals akzeptieren.